Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. In der letzten Folge haben wir den ersten Boss geplättet, den Panzerrüster oder Rüsterpanzer, glaube ich. Panzerrüster, ne? Ja, Rüsterpanzer ist die zweite Form von dem. Die, glaube ich, gar nicht in dem Spiel vorkommt. Jedenfalls. Ich habe auch Screen ein bisschen trainiert. Ein Level habe ich bekommen. Und ich stehe kurz davor, Level 7 zu erreichen. Und bei dem Level tue ich eine neue Fähigkeit erlernen und die wollte ich dann natürlich in der Aufnahme mitnehmen. Und ja, also wenn ich nur HP oder KP bekomme, dann tue ich das offscreen leveln, wenn nicht, dann zeige ich das hier im Part. So, jedenfalls, ich habe noch gesehen, hier ist eine Tür, die wir noch aufschließen können. Also machen wir das mal. Eine 0 habe ich, glaube ich. Da. Zwei sogar. Yay! Gut, kein Raum wird hier ignoriert. Mir ist aufgefallen, die Gegner respawnen, glaube ich nicht, oder? Bisschen komisch. Das heißt, jedes Mal... Jedes Mal... Wenn ich... Na, falsche Richtung. Also jedes Mal, wenn ich trainieren will, muss ich einen neuen Raum generieren. Muss ich daran denken. Ja, und haben eine Begegnung. Jetzt haben wir Level Up. Und jetzt kriegen wir Bonus Nummer 3, Spezialmanöver. Betäubungsschlag. 20 bis 23, okay. Angriffskarten gleichen Typs, okay. So, was ist das hier mit den Gegnern? Und hier kommen wir nicht durch, weil hier brauchen wir genau so eine Karte. Und die haben wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie man die bekommt. Ich glaube, das ist absoluter Zufall, aber kann ich mich auch irren. Jedenfalls haben wir nicht. Mori-Punkte habe ich auch ein paar gesammelt. Die ganzen Dinger hier, die man kaputt machen kann, hinterlassen auch keine Gegenstände mehr, sobald man den Raum einmal geschafft hat. Deswegen muss ich hin und wieder die Räume offscreen nochmal neu generieren. Die ganzen Sachen, die ich da sammeln kann, wieder neu generiert werden. Nur so zur Info. So, wir sind Level 7. Jetzt kriegen wir alles kaputt. Dann gehen wir zum nächsten Raum. Und setzen die Story fort. Da ist der böse Mann wieder. Well, Sora, did you enjoy meeting your memories? Yeah, it was good to see everyone. But what do you really want from me? What do you have to give? Und hello. Da wurde der erste demaskiert. Oh, wir noch mal wissen, dass es mehrere gibt. No hog in the hero. Then perhaps you'd like to test him. Perhaps I would. Viel Glück mit einer Karte. Keyblade Master. Who am I? Oh, my name's Axel. Got it memorized? Sure. Good. You're a quick learner. So, Sora, now that we're getting to know each other better... Don't you go off and die on me now. Oh, hart. Ich glaube, das ist das erste Mal, wir sterben gehört haben in dem Spiel. Oder in der Serie. Gut. Typ, dessen Name mir gerade entfallen ist. Kämpfen wir! Alex, ich meine Axel. Natürlich. Da haben wir schon zwei Balken. Hi. Ist doch Feuer, oder? Hier, flüstert. Boah. Oh nein. Ja, wie soll ich denn das
werden, danke. Oh, ist noch schwierig. Naja, mach fertig, ich muss aufladen. Ich stört irgendwie, hatte ich keinen Block haben. Mal so ein paar Kombos versuchen. Ja, ja, jetzt Erfolg gemacht. Hingeblieben. Gerade wo du aufladen musstest. Bist du da wollte ich nicht einsetzen. Das gibt's doch nicht. Auf damit. Oh nein. Obwohl, ich aber gleich. Ja, ich gehe das hier ein bisschen chillig an. Entschuldigung. Bussard. Oh, ich muss mal weg. Hör auf damit! Hör auf damit! Setzen. Oh, komm. Schiff ihn! Jawohl. Aber irgendwie Antiklimatik. Ich hab das Gefühl. Aber egal. Nein, kein Level up. Ich war kurz vom Level, also ist nicht schlimm. Feuer erhalten. Dieses Grinsen. Another one? What to do? Zum Sammeln. Zum Spielen. Und zum Naschen. Kind of looks like the card you used when you made Traverse Town. Then I guess we're gonna need it to keep going. That's right. Action! Did you really think after that introduction I would give up oh so easily? You were testing us. And you passed. Congratulations, Sora. You're ready now. Ready to take on Castle Oblivion. You will need to follow your memories. Trust what you remember and seek what you forget. Then you will find someone very special. You mean King Mickey and Riku? You will just have to give some more thought to who it is that's most important to you. Our most precious memories lie so deep within our hearts that they're out of reach. But I'm sure that you can find yours, Sora. Why me? You have lost sight of the light within the darkness, and it seems that you've forgotten that you forgot. The light within darkness? Would you like me to give you a hint? Sora, do you need it? I'm gonna figure it out for myself. If you're in my way... Don't worry, Sora. We'll protect you. Good answer. Just what I'd expect from the Keyblade Master. But be forewarned. When your sleeping memories awaken, you may no longer be who you are now. Okay.
Karten erhalten. Agrabah, Arena. Okay. Entschuldigung. Ja, Feuer könnte ich jetzt zum Beispiel mal bei mir im Deck reinpacken, aber lass mal erstmal. Ich habe sowieso, glaube ich, nicht mal einen einzigen KP übrig. Glaubst du, es kommt noch mehr von der, von dort, wo Axel und die anderen herkommen? Wenn uns Axel wieder begegnet, überlass sie mir. Ja, vor allem dir. Schützt du ein neues Stockwerk, werden alle generierten Räume gelöscht. Ah, okay. Jetzt später wieder zurück, musst du neue Räume mit neuen Raumkarten generieren. Okay, kein Problem. Noch mehr Cut sehen. Bitte nicht noch ein Boss. What's wrong, Jiminy? Well, you see, what Axel said back there worries me. What could he have meant by you may no longer be who you are? I may no longer be me. How can I be anyone else? Of course. Still, you can't be too careful. Yep. Feels like just about anything could happen here in Castle Oh, yeah. Now I remember. We'll be okay. Whatever it is they're cooking up, we'll be able to handle it together. Of course we will. Like that creepy castle we explored together. The one with all those weird contraptions. When was that? I can't remember. Toll gemacht, Leute. Gorge. Oh, it was, Holler? Sorry, I can't remember. Toll gemacht, Leute. Stop goofing around. Goofy, sure you didn't make it up? I don't think so. Er ist im ersten Stockwerk, ne? Wir haben schon Hollow Bastion vergessen. Super. Ihr seid echt die Größten. Ach. Gut. Damit können wir, glaube ich, zwischen den Welten wechseln, ne? Die wabbernde Kugel vor so ist ein Weltentor. Du kannst dich frei zwischen Stockwerken teleportieren, die du bereits absolviert hast. Stell dich davor und drücke 3, um das Menü der Weltentor aufzurufen. Ja, nur ganz hier Travers. Gut. Dann. Holla, holla, komisch, wieso erinnere ich mich nicht? Wir warten, bis sich gut erinnert. Wie geht eine Woche? Jetzt müsste ich ja so einen Schnitt machen und eine Woche nicht spielen. So. Dann machen wir weiter. Wir haben 900 Mogelpunkte. Wir sind Stufe 6, wir haben den ersten Boss erledigt, wir haben Feuer, das wir noch nicht ausrüsten können. Ich brauche KP. Also Kartenpunkte. Und ja, schließen wir die neue Welt auf. Wir gehen natürlich. Wir können uns jetzt aussuchen, welche Welt wir jetzt haben wollen, aber wir gehen natürlich die Reihenfolge ab, die wir in Kingdom Hearts 1 auch nehmen konnten. Als nächstes wäre das dann das Wunderland. Danach käme die Arena des Olymps, danach der Dschungel. Aber der Dschungel ist ja hier rausgenommen worden, weil, ich glaube, die haben die Rechte von Tarzan irgendwie verloren oder wie war das nochmal? Egal, Wunderland. Gehen wir zum wunderbaren Land. Ich weiß nicht, ob die irgendwie schwieriger sind oder leichter sind, je nachdem, welche Reihenfolge man nimmt, aber ich glaube irgendwie nicht. Ob wir immer so neu irgendwie die Level irgendwie mit mir mit oder so, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel nur einmal gespielt, habe ich das schon erwähnt. Und ich bin nicht weitergekommen. Und den Game Boy Advance Teil, den habe ich mal gespielt. Hey, da kommt wer. Das ist kein Wer, das ist ein Hahn. Ich komme zu spät, ich komme viel zu spät. Die Königin wird böse sein. Komme ich zu spät zum Prozess, heißt es ab mit meinem Kopf. Was meinst du damit, mit deinem Kopf? Bei Fell und Butter, ich komme viel zu spät. Ab mit seinem Kopf?
So ein friedlich wirkender Ort klingt das ganz schön gefährlich. Ja, lebensgefährlich eher. Schlüssel des Anfangs. Schlüssel des Plots Nummer 1. Würde ich ihn nennen, aber okay. Wäre gut, wenn ich mal so einen Mogelshop finden würde. Aber noch keinen gefunden bis jetzt. Ich habe so viele Mogelpunkte. Gut. Dann erstmal wieder neue Sachen, die wir zerstören können. Boah. Oh nein. Ich bin einen ausgewichen, direkt in den nächsten reingesprungen, Mann. Da kommt er. Er hätte aber nicht noch sehr viel stärkere Karten haben als ich, oder? So, Goofy! Töte! Das ist nichts zu kaufen, sehr gut. Oh, die Dinger, ich erinnere mich. Waren richtig nervig, das weiß ich noch. Vor allem denen ihre Angriffe dauern immer so lange. Oh. Ernsthaft, die haben jetzt schon Sachen, die 6 sind. Ich bin gleich am Verrecken. Wow, danke. Jetzt mich beinahe abgebrochen. So, kommt mal her. Was zum Teufel? Sind doch erst am Anfang, Mann. Ja, und die können sich alle rufen. Das ist absolut, ja. Ich weiß, die Viecher waren richtig nervig und die heilen sich alle gegenseitig hoch. Ey. Alter, 6 ist ein bisschen hoch, finde ich, am Anfang. So geil. Oh, hi, na? Wow, das hat die nervig. Ja, das wird auf jeden Fall. Diese blöden Gegner, ja. Kann jetzt schon so schwer sein, Mann. Mann! Oh. Ja. Wenn es ein Gegner, ja. Mann! Ey, du blödes Viech! Ich muss mich extra nochmal wegen einem Gegner hier aufladen. Aua, was? Boah, du blöd. Boah, stärker Karten. Ich brauche unbedingt stärker Karten. Ey, geht das wieder so, so was von nervig hier. Wer ist die erste Gegner, will hier? Okay. Jetzt bestimmt einen Weg hier gehen, oder wie? Nein. Kann ich kaputt machen. Ja, wenn mich angreifen, nachdem die Sachen herausfliegen, dann sind die weg. Boah. Ach, ich bin aufstieg, ich brauche Karten. Oh mein. Alter. Wo wird ich die ersten Gegner hier? Ah, noch ein. Oh ja. Yeah. Oh, kommt her.
Was ist das? Oh mein Gott. Ja, deswegen muss ich trainieren hier in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich eine Angriffskarte hier dazu bekommen letztens mit 7. Wie mache ich das nochmal? So. Oh, starke Dinger. Ja, ich glaube nicht, dass Feuer nur so wenig kostet. Geil. Ein Herzensbrecher. Nix, okay. Mogi-Punkte. Ich habe noch keine einzigen Karte, die Mogi-Punkte hier. Da kann ich noch nicht rein. Die Mogi-Räume generiert. Ja, damit. Erstmal irgendwo anders hin. So, herzlos haben schlechte Karten. Ja, hätte ich gerne. Danke. War keine Zeit mehr hier, merke ich gerade. Zwischen der Aufnahme natürlich noch mal kurz trainieren. Oh, hallo, seid ihr schwach? Sehr gut. Ruhig alle nur eins oder so haben. Und P. Möchte ich aber nicht benutzen. Weil man... Das bedeutet nämlich, dass man eine Karte zu einer Premium-Karte machen kann. Das bedeutet, die Karte tut sich nicht automatisch nachladen. Wenn man diese 1 macht und sich auflädt. Wollte ich gar nicht. Oh, Simba. Mach's fertig. Wenn ich jetzt hier nachladen würde und ich hätte eine Premium-Karte in meinem Deck, dann würde die nicht nachgeladen. Ja, ich jetzt nicht unbedingt. Vor allem nicht am Anfang. So, komm her. Och Mann. So. Ich bekomme Schatzkarten, das ist gut. Friedlicher Schatz. Okay. Ja, und ich hau jetzt ab und beende Part. Wahrscheinlich offscreen ein oder zwei Level-Ups raushauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Reshade of Memories. Ich bleibe mich alle als Fuß schauen und sag Tschüss, bis zur nächsten Folge.